Ja, was geht ab, Freunde? Guten Morgen in dem Sinne. Wir haben 4.36 Uhr, ihr wisst, was das bedeutet. Ramadan hat begonnen. Ah, ich muss ein Licht anmachen hier. Könnt ihr mich sehen. Ich liege hier in meinem Bett und ich habe noch, glaube ich, genau 30 Minuten bis 5.05 Uhr. Ich bin hier gerade am Kuscheln mit Tyson. Tyson? It's our time. Ramadan hat begonnen, ja. Du wirst bis abends nichts essen. Also hau rein, Tyson. Und alle Frauen, die jetzt dachten, ey, Khan ist so ein 5-Sterne-Koch. Nee. Kocht da Eier, gib ihn. Okay, Friends, ich zeig euch jetzt, was ich hier esse. Ich habe hier türkisches selbstgemachtes Brot, 2 Eier, gekochte Eier rein. Jetzt haben wir hier unsere Zwiebeln, ganz, ganz wichtig. Schön Öl reingemacht und Chili-Pulver, ja. Salz, ein bisschen Remoulade, sehr, sehr wichtig. Okay, zuklappen, einrollen, unten festhalten, Bismillah sagen. Okay, schön. Eltern im Wohnzimmer. Ist vorbei. So, und jetzt geht's ab zur Moschee. Wir haben 5.10 Uhr. 5.20 Uhr. Beginnt das Gebet. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا جداد. So, ich war jetzt nach Hause. Wir haben das Morgengebet verrichtet, ja. Oh, eine Katze. Hey! Geil. Ja, wir haben jetzt 5.42 Uhr. Ich gehe jetzt schlafen und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen früh. Was geht ab? Guten Morgen, Freunde. Ich glaube, ihr könnt sogar diesen Mundgulli durch die Kamera riechen. Das war auf jeden Fall zu viel Zwiebel gestern, Leute. Ist niemals zu saure Zwiebel. Sonst kackt ihr in der Nacht ab. So, meine Friends, jetzt bin ich auch schon angekommen hier bei mir im Studio, ja. Und jetzt wird erstmal ein bisschen gearbeitet. Mit angenehmer Atmosphäre, ja. Da habe ich noch ganz viel Papierkram auf dem Tisch, ja. Muss ich für den Steuerberater fertig machen. Hier meine PC-Ecke. Ich muss gleich noch ein Reaction-Video schneiden und hochladen. Ja. Zu mir, wie ich mich gerade fühle, mein Magen, Hunger, Durst, nein, ist okay, ist angenehm. Ja, man könnte jetzt was trinken, was essen, muss aber nicht unbedingt sein, wir haben noch ein paar Stunden. Aber es ist auszuhalten, ja, ich hoffe, ihr packt das auch, ne, ihr seid ja stabil, müsst ihr packen. Und ja, ich werde jetzt hier ein bisschen arbeiten und dann mal schauen, was heute noch geht. Da bin ich angekommen zu Hause, wen sehe ich als erstes, wie immer, am Schlafen, ja, nichts Besseres zu tun. Dieser junge Herr hier, junger Mann. Junger Mann. Sie haben sich ja momentan eine sehr gute Reichweite auf Instagram aufgebaut. Und ja, die ganze Nation kennt sie. Was sagen Sie dazu? Ach so. Ja, das. Ja, ich stimme da. Ich bin da Ihnen da voll bei der. Ja, auch. Bin ich Ihrer Meinung. Alles klar. Vielen Dank für das Interview. So, das Abendessen wird gerade zubereitet, ja, von der lieben Mutti. Und ich sage euch mal, was wir hier haben. Wir haben einmal mein Lieblingsgericht, ja. Das ist Reis mit Hähnchen, aber spezielles Hähnchen mit Ananas, Curry, Sahnesoße und so weiter. Das ist richtig brutal. Dann gibt es noch, so, dann gibt's noch Bohnen, Rohfass für der Kettmann, Suppe. Okay, let's go. Wow. Aber wisst ihr, was ich nicht verstehe? Bruder, ich hatte den ganzen Tag so Hunger.
Ich habe mich aufs Abendessen gefreut. Ich wollte ein ganzes Pferd fressen. Ich war nach der ersten besatt. Eine Suppe und ich war fertig, Digga. Ich hätte nichts mehr runterbekommen. Ich lieg hier platt auf der Couch, Digga. Ist das bei euch auch so oder geht das nur mir so? Ist ja gut, ganz ruhig. Ich mag es nicht, wenn man meine Kompetenz in Frage stellt. Und ich will nicht wegen sowas verklagt werden. Dieses Dokument ist hier niemals aufgetaucht, sonst hättest du es gesehen. Auf der Seite. So, wir sind jetzt bei Türkische Waschstraße, ja? Auf jeden Fall nur Kennex hier. Man denkt, man ist in Türkei. Einmal komplett Paket innen, außen. Mein Baby wird gerade gewaschen. Ich bin leider kein Burak, der so krasse Carporns machen kann. Also gebt euch mit dem zufrieden, was ihr hier sehen könnt. Diese Kamera gerade sehe, was? Kriege ich gerade Gänsehaut. Gänsehaut? Hast du lange nicht mehr die Kamera gesehen, ne? Alter, diese Kamera kriege ich gerade. Auf jeden Fall, wir sind jetzt in Düsseldorf. Okay, neben mir sind die Cops und deswegen haben wir ganz schnell die Maske hochgezogen. Okay, jetzt wieder runter. Abdel, die Leute fragen mich alle auf Instagram, wie sieht der Abdel jetzt ohne Bart aus? Ist der Bart jetzt ab? Und die müssen auf jeden Fall noch ein bisschen warten, bis sie mich sehen. Können wir euch jetzt mal so zeigen? So könnt ihr mich, kannst du mich zeigen. Hey Leute, was geht ab? Ich sehe von Seite, Seitenprofil. Also damit ihr seht, das ist keine Lüge. Zeig mal hier so ein bisschen von Seite. Was sagst du dazu, dass ich hier deinen Bart einfach so abrasiert habe? Also ich sag nur so, Leute, Rache ist süß. Es wird irgendwann ein Moment kommen. Weißt du, was das Problem ist? Was? Du hast immer wieder gesagt, ey, ich hab vor, vielleicht mal abzumachen oder so. Und ich hab dir einfach diese schwierige Entscheidung abgenommen, weißt du? Und dachte mir, komm, gib mir. Ja, genau so. In dem Moment. Der hat mir diese Entscheidung abgenommen, genau in dem Moment, wo ich das nicht abmachen wollte. Hat er mir das abgenommen. So, Freunde, wir haben jetzt Freitagabend und wir essen hier daheim bei mir zu Hause. Ich sag euch mal, wir haben hier Suppe, ja. Gleich kommt noch das Hauptgericht und ich zeige euch jetzt das erste Mal Abdel ohne Bart. Willst du was sagen? Ich muss gerade meinen Mund sauber machen. Wir gehen ins Moschee, Tarawih beten. Ich habe meine Kollektion von 2018, Hajj-Kollektion rausgepackt, Abdel halt mal. Das war mein Lieblings-Outfit. Das ist so ein, das geht nicht komplett runter und es hat so eine extra eigene Hose mit hier so einem Fach, weißt du? Richtig brutal, 1 von 10 Chats würde ich schon sagen. Was sagt ihr? Schreibt mir Kommentare, was sagst du, Abdel? 10 von 10, Digga. 10 von 10, ne? Schau mal. Wir sehen uns. Assalamu alaikum. Freunde, wir nähern uns dem Vlog zu, ja? Wir dem Ende zu. Wie? Wir nähern uns dem Vlog zu. Okay, ab sofort die Outros macht der Abdel. Auf jeden Fall, der Abdel hat heute ein paar Geschenke mitgebracht, ja? Da er gute Connections hat. Ich würde mal sagen, die. Also, das überlassen wir dir hier. Sesam, öffne dich. Ist das PS4 oder die? Oder ist das, was steht da? Disc-Version. Warte, wir müssen einmal den Test machen. Den 8K, 4K. Oh, okay, ist auch ganz schön, ja, ist nicht leer. Oh, ach, warte mal. Ach, da sind ja noch zwei. Ach, noch da eine. Ach so. Alle beide voll. Ach so. Auch beide voll. Okay, wenn ihr am Gewinnspiel mit teilnehmen wollt, überweist 100.000 an Paypal, ab der Swagpool und schickt ihm alle noch eine. Nein. Nee, Spaß beiseite, Freunde, da haben wir einen guten Schnapper für die PlayStation 5 bekommen. Bin ich mal gespannt, wie die zu zocken ist. Auf jeden Fall, ja, das war's auch schon so mit dem Video-Vlog Ramadan Diaries, was auch immer. War jetzt nicht so krass actionreich, denn man kann ja nicht viel machen. Aber dennoch, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn ja...